Hey normies, it's your favorite monster, Annelie Monster here, and welcome back to my channel. Before my intro plays, I'd like to mention that this video will be in German today. Please let me know in the comments if I should add English subtitles to the video. And with that out of the way, let's play my intro. Im heutigen Video möchte ich das Boutique Dress-Up Studio, welches mit einer G3 Claudine-Puppe kommt, reviewen. Und dieses Set ist immer noch für 45 Dollar auf Amazon.com erhältlich. Außerdem wurde in der Produktbeschreibung deutlich gekennzeichnet, dass dieses Set ein Amazon-Exclusive ist. Allerdings hatte ich die Puppe und ihr Zubehör schon im Voraus ausgepackt und habe dann mit ihr ein Fotoshooting für Instagram gemacht. Ich blende mal das Foto ein, was dabei entstanden ist. Falls ihr mehr solcher Fotos sehen möchtet, dann folgt mir doch gerne auf meinem Instagram. Alle meine anderen Social Medias sind in meiner Videobeschreibung aufgelistet. Also schaut da gerne mal rein. Lasst uns jetzt ohne weiteres mit dem Video beginnen. Und hier haben wir das Set mit der Claudine-Puppe. Und so sieht die Verpackung aus. Die Box ist sehr einfach zu öffnen und außerdem wiederverwendbar. Man kann in dieser sowohl die Puppe als auch ihr Zubehör verstauen. Und sowas finde ich immer sehr praktisch. Lasst uns die Box jetzt öffnen. Und so sieht es dann im Inneren aus. Wie ihr seht, haben wir zwei Fächer, ein schmales und ein großes. Im schmalen Fach befindet sich die Puppe und im großen ihr Zubehör. Und wir haben wirklich eine Menge an Zubehör. Es gibt sowohl große als auch kleine Teile. Auf diese werde ich dann in der Review genauer eingehen. Aber hier habt ihr nochmal einen groben Überblick über das Ganze. In Ordnung, werfen wir nun einen genaueren Blick hinein. So, hier ist alles, was in der Box enthalten war. Miss Claudine, ihr Schminktisch und ihr Kleiderständer und die extra Kleidung. Lasst uns die Claudine angucken. Hier haben wir einmal das Gesicht der Puppe. Ihre dunkelbraunen Augen stechen wirklich hervor. Um ihren Hals trägt sie ein pinkes Glitzertuch und eine schwarze Brille, die sie ablegen kann. Ihr Make-up-Look besteht hauptsächlich aus Pink- und Lila-Tönen. Senken wir unseren Blick, sehen wir ihren Overall, ihren Ring und ihren neongrünen Gürtel. Passend zu dem Gürtel sind natürlich auch ihre neongrünen Schuhe, die wir aber nicht zum ersten Mal sehen, denn diese sind ein Recolor. Nehmen wir den Hut ab, um die Haare zu begutachten. Wie gewöhnlich sind die Haare in einem Fliederton, aber diesmal sind sie ungewöhnlich weich. Normalerweise hat die Claudine Polypropylene Hair. Und wer diese Haarfaser einmal gefühlt hat, weiß, dass diese fest und hart ist. Aber ich nehme an, dass bei der Boutique Dress-Up Claudine zwei Haarfasern miteinander gemischt worden sind. Ich denke, die dunklen Strähnen sind Polypropylene und die hellen Saran. Und hier haben wir nochmal einen Blick auf die gesamte Puppe. Und ohne mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, muss ich wirklich gestehen, dass diese Claudine meine Liebste aus meiner Sammlung ist. Hinsichtlich meiner G3 Claudine-Puppen. Das versteht sich doch, oder? Ich finde sie extrem schön. Ich weiß nicht, was es ist, aber sie hat eine gewisse künstlerische Ausstrahlung. Findet ihr nicht? Weiter geht's mit dem Zubehör. Zuerst die Kleidung. Die Claudine kommt mit diesen zwei Paar an Schuhen und beide finde ich extrem cool. Das sind die Kleidungsstücke, sehr bunt wie ihr seht. Wir haben einmal dieses Kleid, diesen schimmernden Rock, einen weiteren Rock mit Leopardenmuster und einen super flauschigen Schal. Außerdem kommt das Set mit einer Ledertasche, auf der Haul draufsteht und die Vorderseite hat auch noch Farbdetails, wohingegen die Rückseite keine mehr hat. Und das Set kommt ebenfalls mit so einem Sitzhocker. Und ich will auch ganz ehrlich sein, ein wenig erinnert mich dieser an eine Qualle. Machen wir weiter mit dem Schminktisch. Dieser hat einen runden Spiegel und eine große Abstellfläche. Auf diese kann Claudine ihr ganzes Zubehör legen, wie zum Beispiel ihren Kamm oder ihren Schmuck. Es scheint auch so, als hätte der Schminktisch eine Schublade, aber diese kann man leider nicht öffnen. Und der Fuß des Schminktisches ist ein Halbmond. Außerdem sind neben dem Spiegel zwei kleine Abstellflächen. Schauen wir uns jetzt den Kleiderständer an. Und dieser ist super einzigartig, denn wie ihr sehen könnt, hat dieser eine Sargform. Und seine kleinen Räder können sich tatsächlich rollen. Der Kleiderständer kommt auch mit diesen zwei Schubladen? Na, ihr seht's, jedenfalls sind diese noch in Fächer unterteilt. Und dies dient natürlich zur Organisation. Der Kleiderständer kommt auch mit seinen eigenen Kleiderbügeln. Diese haben, wie ihr sehen könnt, alle eine unterschiedliche Farbe. Ich finde die pastelligen ganz schön. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, hängen dort auch noch zwei Oberteile. So.
So, das war's mit dem Boutique Dress-Up Set. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert doch gerne auch meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und falls ihr mir nicht auf Instagram folgt, wollte ich euch nochmal mitteilen, dass jede Woche Sonntag von nun an ein Video von mir online kommen wird. In Ordnung, das war's jetzt wirklich mit dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal!